Hallo ihr Lieben, ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich hier mit dem CC Designs März Release für euch. Und genau, zeige ich euch gleich. Und zwar sind das Sets, die werden euch vielleicht bekannt vorkommen, wenn ihr Fans der Serie seid. Für mich war sie neu, also ich habe, als wir dann die Designteam-Vorschau bekommen haben, die interne, was es denn dann geben wird im März, dachte ich erst, wow, warum reichen, weil ich die so schön fand einfach. Kannte aber überhaupt nicht die Serie dazu und habe mir die dann innerhalb von, ich glaube, 2,5, 3 Abenden habe ich die dann durchgeguckt, weil ich das einfach ja, wissen wollte, wie ich das dann halt kolorieren muss, soll, mag, wie auch immer. Ne? Und ja, habe gedacht, ich schaue einfach rein, um zu gucken. Und weil das eigentlich gar nicht meine Sorte Serie ist, ich habe sie durchgeguckt, wie gesagt, innerhalb von 2,5, 3 Abenden, weil ich die dann so toll fand. Und ja, zeige euch die jetzt. So, Stempel, also es gibt 4 Sets und ganz viel zum Kolorieren dabei, das liebe ich ja. Das ist nach meinem Geschmack und dann ein paar Sprüche dazu. Und das erste Set, ich habe das alles schon in meiner Aufbewahrung, wundert euch nicht, das kommt natürlich alles ordentlich bei euch an. The BFF ist Set Nummer 1, also Preview Tag 1. Habt ihr das gesehen? Oh, da zeige ich euch das jetzt mal näher. Da gibt es dann die Wente und ihre beste Freundin, ja. Genau, da gibt es ein paar schöne Sprüche dazu. Ich mag auch diesen Wechsel von den Schriftarten super gern. Und ja. So, da haben wir Set. Da ist jemand gerade mit einem Karton beschäftigt. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Genau, Set Nummer 2, beziehungsweise Preview Tag 2, war dann The Family. Das ist auch das einzige Set ohne Sprüche. Und ja, ich finde es einfach, die sind so toll getroffen, ne? Wo man es dann hinterher, wo ich dann, wie gesagt, die Serie geguckt habe, dachte ich so, ja klar, man weiß direkt, ne? Um wen es da geht. Dann haben wir mal den Papa, die Mama, den Bruder und den Onkel. Das. Dann zeige ich euch auch gleich schon mal 2 Beispiele, die ich damit fertig bekommen habe. Das Release ist jetzt, ja, wenn ihr das Video seht, genau vor einer Woche angekommen. Also ich drehe das jetzt ein paar Tage hier nur. Habe aber schon mal 2 Beispiele für euch geschafft. Und genau, das ist Set Nummer 3, The Friends. Haben wir hier die Freunde. So, mal hier die beiden. Dann hier, will jetzt mal ein paar Bienchen drumherum passen, ne? Und einmal den, mit dem habe ich euch schon was gezeigt. Genau, beziehungsweise zeige ich euch auch gleich hier die Beispiele, wenn ihr jetzt auf Instagram nicht schaut. Das blendet jetzt so, ne? Wegen meiner Lampe da oben. Wegen meinem Ringlicht. Naja, so. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. So, und das 4. Set, da ist ein Nuance-Stil drauf. Und ich finde sowas ist halt auch ganz cool. Auch diese hier, also der jetzt hier gerade zum Beispiel, für so eine coole Teenie-Karte, ne? Für, ja, so. Ne, für so eine Null-Bock-Teenie-Karte ISO. Also ich finde, das ist jetzt nicht nur für die Serie gedacht, also gerade auch hier die Freunde, die kann man anderweitig verwenden und die Wednesday finde ich auch. Also wenn man das jetzt auch, wenn die blond koloriert und sagt, okay, ist auch ein genervter Teenie, ne? Also es muss ja jetzt nicht unbedingt Wednesday sein, wenn man nicht mag. Achso, das Set heißt The Girl, also man ist sie selbst viermal drauf. Dann einmal hier in den verschiedenen Outfits. Das Händchen ist hier auch mit dabei. Genau, guck gerade, da, genau, da ist es auch mit drauf, ist auch mit dabei, ja, genau, und dann auch noch ein paar Sprüche dazu. Genau, das sind die 4 Sets diesen Monat, also ich muss sagen, wie gesagt, obwohl ich die Serie jetzt nicht kannte, ich finde die super und auch unabhängig von der Serie werde ich die auch verwenden, also auch mal anders kolorieren und anders, ja, verarbeiten. Genau, da möchte ich einmal zeigen, was ich damit gewerkelt habe für euch zur Inspiration. So, natürlich immer die zur Seite. So, dann habe ich mit diesem Kerle Tyler, so wie ich mich richtig erinnere. Genau, aber hier mit diesem Kaffeejungen, nenne ich ihn jetzt mal, habe ich ganz unabhängig jetzt von der Serie, finde ich, obwohl ich ihn jetzt so koloriert habe, ich habe nochmal reingeschaut, habe ich hier dieses Kärtchen gemacht. Habe ihn jetzt so koloriert, wie er jetzt auch in der Serie aufzufinden ist. Aber ja, könnt ihr natürlich dann machen, wie ihr mögt. Da habe ich jetzt einfach so ein Regalbrett zugeschnitten. Hier so eine, hier, das ist von Gummi Japan, die Pflanze. Das da drunter ist eine Stanze von J.M. Kreation.
Und dann habe ich hier auch JM-Buchstaben. Das und ist auch von JM. Der Aufleger von Motorscrap. Und dann hier den Spruch habe ich dann getrennt. Eigentlich ist es ja hier Friends make everything better. Und ich habe jetzt den Kaffee noch mit dazu genommen, weil Freunde mit Kaffee sind ja noch mal besser als nur Freunde. Ja, genau. Also wenn meine Freundin vorbeikommt, dann muss der Kaffee auch mit auf den Tisch. Und auch dich grüße ich ganz lieb in der Show. Ja, genau. So, das ist einmal die eine Inspiration für euch damit. Und dann habe ich hier The Family, das Set noch genommen und habe die Mama verbastelt. Und zwar mit auf dieser Karte hier. Genau. Habe ich jetzt auch den hier auch und die auch in No-Line koloriert. Und ja, genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich meine dunkelste Karte, die ich überhaupt ever gemacht habe. Also wirklich. Aber es gefällt mir ganz gut. Es wird auch noch ein bisschen hell hier. Und das ist auch zusammengesetzt aus zwei Sets. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Hier, genau. Da habe ich einmal hier dieses Hello Mai und Bestie. Genau, die habe ich jetzt hier so gestückelt. Hello Mai und Bestie. Also das mag ich auch total gerne, dass man Sprüche einfach ein bisschen zweckentfremden kann, ein bisschen umstempeln kann. Und das Beautiful hatte ich letztens im Hall gezeigt, ist von Fotoplay, ne? Genau. Genau, und das da drunter hier, diese Speech Bubble, ist auch von Gumi Japan. Und das ist JM und das ist auch JM. Genau. Und dann halt die hübsche Mama da mit drauf. Ja, also ich finde die, wie gesagt, die Stempel super, super niedlich und habe mich mega gefreut. Und ja, konnte es gar nicht abwarten, dass das Release dann hier ankam und ich damit werkeln konnte. Und ja. Genau. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wie ihr das so findet und vor allem, was ihr auch daraus werkelt. Ich bin immer ganz gespannt, wenn ihr dann auch verlinkt und ja, wenn man einfach sehen kann, was ihr daraus so zaubert. Hat man ja auch mal wieder Ideen und Anregungen, ja, wie man die auch vielleicht mal anders verwenden kann. Von daher, ja, verlinkt gerne. Und solltet ihr Anregungen haben oder Wünsche, welches Set wir zum Beispiel jetzt im nächsten Video dann mal verwenden sollen oder welchen Stempel oder was koloriert sehen möchtet oder so, weil ich glaube, die meiste Rückmeldung kommt immer zu Kolorieren in Echtzeit. Mache ich gerne. Mache ich ja hier eh, also Kolorieren. Ich warne euch nur vor, es wird dann halt ein langes Video, ne? Also das ist jetzt nicht, ich war an dem hier, ich weiß nicht, ich glaube zwei, drei Stunden immer mal wieder. Dann bin ich irgendwie weggegangen und habe dann irgendwie mir einen Kaffee gemacht oder zwischendurch die Wäsche gemacht. Dann habe ich wieder koloriert und wieder Schatten. Und das dauert bei mir. Das ist bei mir echt ein Prozess. Und dann gucke ich manchmal drauf, lege es hin und dann komme ich nach 10 Minuten nochmal wieder und dann fällt mir noch was ein. Und ja, aber da kann ich euch, wenn ihr mögt, wie gesagt, nehme ich euch gerne mit. Aber stellt euch darauf ein, dass ihr dann auch 2, 3 Kaffee brauchen werdet, während ihr das Video schaut. ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich, dass ihr hier seid. Und für die Bedingungen für den Hop schaut, wie gesagt, gerne in die Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, meine Lieben. Ganz viel Spaß beim Shoppen, beim Werkeln. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.